Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und hier der Marc Hagenbeck, unser Mentalist, Mastermind auf Shoki Banoki, ist auch da. Schönen guten Tag. Ja, Marc hier bei Shoki Banoki, immer wieder gern gesehen. Heute reden wir über den 3. Januar. Am 3. Januar, Geburtstag, hat Michael Schumacher. Kennst du noch Michael Schumacher? Natürlich kenne ich Michael Schumacher. Der ist 7-mal Weltmeister geworden. Natürlich. Und hat in über 20 Jahren hat er mehr als 300 Rennen gewonnen. Wahnsinn, oder? 300 Rennen, Wahnsinn, Knaller, das ist ein Wahnsinnssportler. Ja, wirklich. Ja, also der war 1991 bis 2012 hat er 300 Rennen gewonnen. Also, müssen wir erstmal reinziehen. Ne? 300 Stück, das ist schon eine beachtliche Zahl, würde ich sagen. Ja, aber wie viele Rennen hast du gewonnen? Als meine Frau mich heiraten wollte, hatte ich eins verloren. ich weiß keine Ahnung. Ja, genau. Keine Ahnung, vielleicht wandere ich auch aus nach Amerika, da findet mich ja auch keiner. Apropos, nö, die sind ja alle klein und dick dort in Amerika. Apropos gehst du unter. Amerika. Apropos Amerika. Achso, was ist ja, Amerika? Am 3. Januar 1959 wurde Alaska als 49. Staat in der USA aufgenommen. Ach, Alaska, wann war das? 1959. 1959 ja. Ist Alaska aufgenommen worden als Staat. Genau. Kennst du das mit diesen komischen Gesetzen in Amerika? Die haben ja so ihre skurrilsten Gesetze, ja, also ihr Bible Belt und so weiter. Ja. Und es gibt von Alaska gibt es auch zwei sehr skurrile Gesetze, die ich da im Internet gefunden habe. Ja, was denn? Die betreffen einen Elch. Einen bestimmten Elch oder grundsätzlich Elche? Harry den Elch, ja. Harry den Elch? Nein, nein, es betrifft Elche. Und zwar ist es in Alaska verboten, Elche aus sich bewegenden Flugzeugen hinauszuschmeißen und Elchen Alkohol zu verabreichen. Wer weiß, was da mal passiert ist, keine Ahnung. Elchen Alkohol zu verabreichen? Ja, das ist verboten. Und aus, hättest du das mal vorher gewusst, aus, ne? Aus sich bewegenden Flugzeugen bedeutet auch auf der Erde. Ja, also ich glaube, aus stehenden darf man sie rausschmeißen, aber aus sich bewegenden... Da kannst du ja mal versuchen, so ein Elch rauszuschmeißen. Geht leider nicht. Ja. Das ist in Alaska. Hier sehen wir auch die Flagge von Alaska, ne? Ja. Das ist die Flagge von Alaska. Ja, das ist die... Ja. Ich hätte jetzt gesagt, das ist der große Wagen und... Nee, das ist Alaska. Ein EU-Stern, ja, ne? Also diese Bundesstaatenflaggen kennt man ja nicht so. Nee, man kennt ja nur die USA im Prinzip, aber Alaska, das ist Alaska. Jedenfalls meiner Meinung nach. Oh, wer weiß das? Ja. Wer weiß das schon? Das war die heutige Folge Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Schaltet morgen wieder rein, da gibt es ganz viel mehr Angeberwissen. Und dann könnt ihr heute das in die Welt raustragen, könnt sagen, Mensch, Alaska, Michael Schumacher, das ist alles das, was heute so passiert ist. Ne? Wollen wir noch so einen machen wie eben, wie wir gesagt haben? So ein, du weißt schon, so ein, zum Abschluss? Ja, genau. So ein Depp. Ja. Macht man ja heutzutage. Mehr heutzutage. Cheerio, Miss Sophie. Tschüssikowski.